Hallo Leute, willkommen zu meinem ersten Schwangerschaftsupdate. Allein hier zu sitzen und zu sagen, ich drehe ein Schwangerschaftsupdate, fühlt sich total seltsam an für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Normalerweise würde ich natürlich in diesem frühen Stadium, ich bin jetzt in der 8. Schwangerschaftswoche, bald in der 9., überhaupt gar kein Video drehen oder überhaupt darüber berichten. Aber ihr wisst ja, dass ich meine ganze ICSI und meine ganze künstliche Befruchtung auch mitgefilmt habe und bin natürlich irgendwie seltsam, wenn ich dann einfach gar nicht weiter berichten würde. Deswegen, viele hatten sich ein Schwangerschaftsupdate gewünscht und das bekommt ihr jetzt heute von mir. Leute, ohne Scheiß, heute ist der erste Tag, wer mir auf Insta-Story folgt oder auch meine letzten Videos geguckt hat, an dem ich mal meine Haare gewaschen und geglättet habe. Ich bin einfach sowas von faul und müde und erschöpft, das ist einfach unfassbar und ich fühle mich gerade so gut, dass ich endlich mal wieder wie ein normaler Mensch aussehe. Also ich muss sagen, diese Schwangerschaft ist wirklich deutlich anstrengender bis jetzt wie bei Milan. Da war ich zwar auch müde und erschöpft, aber das ist echt another level. Ich weiß nicht warum, aber ich habe auch gelesen, dass es halt bei einer Zwillingsschwangerschaft schon deutlich anstrengender ist und ich hatte mich auch mit einer Freundin ausgetauscht, mit der Eva Imhof, die ja auch Zwillinge hat. Und die hat mir dann gesagt, dass sie einmal so müde war, dass sie vom Einkaufen kam und nicht mehr nach Hause laufen konnte und sich ein Taxi rufen musste. Ja, und ich kann es voll nachvollziehen, weil ich bin echt so krass erschöpft einfach. Das ist unfassbar. Ich muss mich wirklich jeden Morgen nochmal hinlegen und schlafen. Und ich bin überhaupt kein Typ, der sich irgendwie nochmal hinlegt und schläft normalerweise, weil ich dann auch immer denke, okay, ich will das erledigen und das. Und dann schafft man auch irgendwie so gar nichts. Aber mein Körper zwingt mich dazu. Also ich schaffe es einfach nicht, wach zu bleiben, allein schon den Milan morgens in den Kindergarten zu bringen, kostet mich voll viel Kraft. Das hört sich so lächerlich an, aber das ist echt so ohne Scheiß. Ich habe auch ab und zu mit Übelkeit zu kämpfen. Jetzt nicht so, dass ich mich übergeben muss. Gott sei Dank, weil die Leute, die mir auch schon lange folgen, wissen, dass ich so eine Kotzphobie habe und echt richtig Panik habe, mich übergeben zu müssen. Und ich bin froh, dass ich das jetzt bei keiner Schwangerschaft bis jetzt hatte. Bei Milan ging es mir auch super gut. Und jetzt habe ich halt so ein flaues Gefühl auf dem Magen und so Übelkeit. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also Übelkeit, wie gesagt, mir ist halt oft so flau im Magen und ich muss schon regelmäßig was essen. Ich habe dann zwar Hunger und mein Magen knurrt und so, aber ich habe überhaupt nicht Lust auf Essen. Also ich kann dann auch gar nicht sagen, okay, ich würde jetzt das und das gerne essen, sondern es ist halt so, Also gestern zum Beispiel hat mein Mann Lammertschuh mitgebracht, was ich eigentlich super gerne esse. Und dann habe ich 3 Bissen gemacht und dann wollte ich nicht mehr. Also so ein bisschen blöd. Was ich sehr gerne esse, das habe ich auch schon bei Mila in der Schwangerschaft, ist Obst. Also ich esse wirklich viel Obst, viel mehr wie sonst. Bevorzugt so Kiwi und Äpfel esse ich auch gerne. Alles, was so fruchtig ist, so Wassermelone im Sommer und sowas, das esse ich super gerne. Ich bin gerade außer Puste, weil ich die Treppe hochgelaufen bin. Oh mein Gott, ernsthaft. Oh Gott. Aber ich habe auch im Internet gelesen, dass zum Beispiel, wenn man morgens Übelkeit hat, dass es helfen kann, wenn man sich so ein paar Cracker ans Bett stellt und dann, bevor man aufsteht, schon so 1-2 Cracker isst oder so. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ja, sowas ist auf jeden Fall immer gut verträglich, wenn ihr da irgendwie Probleme auch habt mit der Übelkeit. Ich hatte ja leider jetzt auch schon zwischendurch mal so ein paar Blutungen. Also das waren halt so Schmierblutungen und so dunkles, altes Blut, weil meine Ärztin ja auch festgestellt hat, dass ich wieder so einen Bluterguss im Bauch habe. Das hatte ich bei Milan auch schon. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer habe. Und ja, dass das halt dann rausgeht so aus dem Körper. Man hat halt natürlich als Schwangere immer direkt Panik, wenn man Blut sieht, weil ich ja auch schon eine Vorgeschichte habe und schon viel mit Schwangerschaftsabgang und so mitgemacht habe. Das ist natürlich immer überhaupt nicht schön und man fühlt sich dann wieder so gleich in Panik versetzt. Aber meine Ärztin hat mich beruhigt und ich war dann auch nochmal zum Ultraschall dort gewesen und sie hat gesagt, es ist alles in Ordnung. Ja, trotzdem macht man sich irgendwie Sorgen, ne? Also ich glaube, ich kann sowieso die ersten 3 Monate überhaupt nicht richtig aufatmen oder das genießen oder mich freuen, weil im Hinterkopf bei mir halt immer die Angst ist, dass es nicht klappen könnte und dass noch was schief geht oder so. Ich versuche natürlich positiv zu denken und mich abzulenken und jetzt auch nicht nur daran zu denken. Aber ja, Angst ist, glaube ich, irgendwie immer da. Vor allem, wenn man halt schon mal ein Kind verloren hat oder halt so eine längere Leidensgeschichte hat, wie jetzt ich oder so, dann hat man einfach Angst. Leider. Es hatten mich auch super viele gefragt, welche Schwangerschafts-App ich benutze. Ich zeige euch die gerade nochmal. Die hatte ich schon bei Milan benutzt und die ist wirklich super süß. Also ich finde die total goldig. Ja. So sieht die aus. Die nennt sich Pregnancy Health and Parenting.
Und die ist echt total süß aufgebaut. Also die müsst ihr euch echt mal angucken, wenn ihr schwanger seid. Ja, und bei mir steht heute 7 Wochen und 5 Tage schwanger. Also in der 8. Woche. Und in 2 Tagen komme ich dann schon in die 9. Woche. Oh, ich bin froh. Und die Größe vom Baby ist momentan eine Himbeere. Total süß. Von den Babys, beziehungsweise. Ist übrigens keine Produktplatzierung oder so, falls ihr das jetzt denkt, weil ich euch die App gezeigt habe. Aber ich glaube, ich muss trotzdem Werbung einblenden. Das ist so scheiße immer. Ja, klamottenmäßig trage ich eigentlich die ganze Zeit schon nur noch Leggings. Diese von Calzedonia, die ich euch mal gezeigt habe. Weil die Jeanshosen mir doch sehr drücken. Und für Schwangerschaftshosen finde ich es noch ein bisschen übertrieben früh, weil ich habe jetzt nicht so den Megabauch. Außer am Abend, da ist er schon ein bisschen aufgeblähter. Ich kann es euch ja gerade mal zeigen. So, also die Hose ist halt auch jetzt schon so ein bisschen eng. Also mein Bauch ist halt schon so ein bisschen aufgeblähter oder so. Aber ja, jetzt nicht so wie ein Schwangerschaftsbauch. Ist ja auch noch viel zu früh. Ich werde zum Beispiel auch von Firmen ganz oft schon angeschrieben, die mir dann Sachen sponsern wollen oder auch so von Mamis, die selber basteln. Und das finde ich auch total lieb, aber mir ist das jetzt alles noch viel zu früh. Wisst ihr, was ich meine? Man hat noch nicht mal die 3 Monate geschafft und ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, jetzt schon irgendwelche Babyklamotten zu kaufen. Eine Freundin von mir hat letztens welche gebracht. Ich fand das zwar sehr lieb und süß, aber für mich war das noch so ein bisschen befremdlich, weil ich jetzt noch nicht in dem Modus bin, wo ich mir irgendwelche Kindersachen kaufen würde. Ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe keine Angst vor der Schwangerschaft und vor der Geburt. Gerade mit Zwillingen ist es natürlich, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt genau auf mich zukommt, vor allem, weil es ja auch ein Sommerbaby sein wird, Sommerbabys sein werden. Also am 13. September ist mein ET. Und ja, oft kommen Zwillinge ja auch früher. Ich möchte gerne versuchen, normal zu entbinden. Ich habe mich damit jetzt ein bisschen beschäftigt. Ich bin ja generell nicht so der Fan vom Kaiserschnitt, außer es muss natürlich medizinisch sein. Dann würde ich das natürlich auch machen. Aber ich würde gerne probieren wollen, normal zu entbinden. Und ja, ich glaube, das wird einfach ein richtig krasser Sommer für mich. Bei Milan war es auch 40 Grad und das war schon echt hardcore. Aber ich glaube, mit Zwillingen ist es echt nochmal eine andere Hausnummer. Ja, und ich muss auch sagen, ich habe das immer noch nicht so richtig realisiert, dass ich schwanger bin und dass wir Zwillinge bekommen. Das fühlt sich immer noch so an, als würde ich von einer anderen Person sprechen. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann immer noch gar nicht glauben, dass ich wirklich Zwillinge im Bauch habe. Das ist so einfach so krass. Also wir freuen uns echt wahnsinnig. Und wir haben uns eigentlich auch immer eine große Familie gewünscht. Auch immer 3 Kinder. Aber nach der ganzen ICSI-Scheiße, sage ich mal, und der ganzen künstlichen Befruchtung hätten wir es jetzt nicht nochmal gemacht. Mein Magen knurrt schon wieder. Also es wäre dann definitiv bei 2 Kindern geblieben. Deswegen ist es jetzt halt echt eigentlich total toll, dass wir halt Zwillinge bekommen können. Ja, Geschlecht weiß ich natürlich noch nicht. Da hatten mich auch viele gefragt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie denke ich, es ist ein Junge und ein Mädchen. Keine Ahnung warum. Weil es sind ja 2-Eige-Zwillinge. Also da werden wir mal sehen. Ich habe jetzt Mitte Februar meinen ersten Frauenarzttermin. Da gehe ich hin und ja, also ich bin fertig mit der Kinderwunschbehandlung. Ich nehme nach wie vor so ein paar Sachen ein, also D3 und K2 nehme ich, Magnesium und Femibion. Jetzt habe ich bis heute noch Crinone genommen, das ist so ein Vaginalgel, so ein Progesteron, aber das höre ich jetzt auch aufzunehmen und ja, dann geht es so langsam in eine normale Schwangerschaft über. Wir haben auch Urlaub gebucht für März. Wir wollen wieder nach Dubai fliegen. Da muss man natürlich mal gucken, in welchem Zustand ich dann bin und wie es den Babys geht und ob ich das Go bekomme von der Ärztin, dass ich fliegen kann. Also ich wäre dann im 4. Monat. Da muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Den Urlaub haben wir schon vor langer Zeit gebucht. Ich glaube, vor einem halben Jahr oder so. Und ja, ansonsten denke ich, dass Urlaub oder generell ja, sich ausruhen immer gut auswirkt auf eine Schwangerschaft. Der Flug ist ja auch nicht so lange, also müssen wir mal gucken, ob wir das machen. Je nachdem, wie gesagt, wie es mir dann gehen wird. Jetzt im Moment darf ich nicht fliegen. Meine Ärztin hat gemeint, nee, lieber nicht. Aber wenn das sich alles dann richtig eingenistet hat und sicher ist, dann ja, dürfte ich wohl wieder fliegen. Ihr könnt mir gerne ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, ob das 2 Jungs wären, 2 Mädchen oder ein Junge und ein Mädchen. Also ja, ich bin bei sowas auch immer total schlecht im Raten. Wäre natürlich schön, wenn irgendwie auch ein Mädchen dabei wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte halt auch gerne mal so eine Prinzessin, aber ein Junge ist natürlich für den Milan optimal. Deswegen ein Junge und ein Mädchen wäre, das wäre natürlich ein Traum. Also ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und das Wichtigste ist natürlich, dass die Kinder gesund sind und ja, dass denen gut geht. Das ist natürlich immer das Allerwichtigste. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mich bei dieser Reise begleitet. Das ist wirklich sehr, sehr aufregend für mich alles oder für uns. Und dann ist ja auch noch der Hausbau, der da noch so mittendrin nebenbei laufen muss. Also, boah, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein heftiges, aufregendes Jahr bei uns. Und
Es sollte also nicht langweilig werden auf meinem Kanal. Das ist auch mal schön. Da habe ich wenigstens ein paar Themen, worüber ich berichten kann. Und ja, ich werde jetzt halt regelmäßig immer mal so Schwangerschaftsupdates machen, euch sagen, wie es mir geht, wie ich mich fühle, was ich schon gekauft habe. Aber das wird ja alles noch ein bisschen dauern. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall total, dass ihr wieder alle mit dabei seid und uns die Daumen gedrückt habt und für eure unfassbar vielen lieben Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich habe mich echt so sehr gefreut. Also ja, das ist echt wunderschön, dass ihr da irgendwie so mitfiebert und mit dabei seid. Und für alle, die den Beitrag bei RTL verpasst haben, den könnt ihr euch auf TV Now auch nochmal anschauen von Explosiv. Das war letzten Sonntag. Da war ich bei Explosiv zu sehen mit dem Kinderwunschthema. War auch nur relativ kurz, aber war ganz schön. Viele von euch mussten auch weinen. Ja, also ihr könnt es euch gerne mal angucken. Und ich würde sagen, ich muss mich jetzt schnell ans Bearbeiten machen, weil dieses Video geht ja heute auch noch online. Und da ich heute oder die ganze Zeit ein bisschen lazy bin, muss ich heute mal ein bisschen Gas geben. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, das Video, oder euch auf den aktuellen Stand bei mir gebracht. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Passt auf euch auf und bis dann. Tschüss!